Hallo, hier kommt wieder Mathilda Sophia. Ja, hab einen schönen Tag, Mausi. Ja, ich hätte da noch ein Anliegen, und zwar war die Mathilda Sophia ja die letzte Woche krank. Und ich glaube, man hätte einfach schon viel früher reagieren können, also auch quasi sie hier in der Kita. Ich möchte Sie bitte darauf hinweisen, wenn Sie merken, dass Mathilda Sophia schon ein bisschen warm ist, so ab 37,8, dass ihr bitte Globulis gegeben werden, ja, so 3 bis 6 Mal täglich. Und sobald das Fieber so bei 40,5 Grad ist, bitte den Fiebertanz durchführen. Der wirkt wahre Wunder. Dankeschön. Und bezüglich der Keime und der Bakterien hier in der Kita möchte ich bitte, sobald ihr Schnuller auf den Boden fällt, bitte in den Sterilisator erstmal 35 Minuten abkochen und dann wiedergeben, ja? Es gilt übrigens auch dafür, wenn andere Kinder ihren Schnuller in den Mund genommen haben.